Hallo, mein Name ist André Sotow und in diesem Video geht es um das Thema Autofotografie bei Nacht. Wir sind hier in Bonn bei Camea, wollten ein bisschen hier fotografieren, aber leider haben die alles abgesperrt. Deshalb mussten wir hier am Parkplatz parken und werden jetzt hier fotografieren. Nein, Spaß werden wir nicht. Und zwar haben wir eine neue Location gefunden. Ist gar nicht mal so weit von hier. Zum ersten Mal ist dieses Restaurant da drüben. Sieht schon mal ganz cool aus. Aber da sind halt auch Steine und das ist das Problem. Wir können da schlecht fotografieren. Deshalb haben wir uns ein bisschen Crime gemacht. Und da gibt es ein sehr schönes Gebäude. Und da werden wir jetzt einfach mal ein paar Fotos machen, obwohl man da nicht hin darf. Sag ich es mal nicht zu laut. Auf jeden Fall warten wir ganz kurz, bis jetzt etwas dunkler geworden ist. Und zwar brauchen wir die ganzen Lichter, die hier strahlen, bis alle Lichter angehen. Und wir arbeiten hier mit unserem Blitz und Kamera und werden dann ein Composing daraus machen. Also wir werden mehrere Bilder machen, die dann ins eine geschnitten werden. Wird schon mega geil aussehen, ich habe mega viel Inspiration und werden auch mehrere Locations haben. Erstmal das und die nächste Location ist dann der Wald. Ja, schauen wir, was heute wird. Ist ziemlich kalt. Ja. So, da sind wir endlich bei der ersten Location. Und zwar ja, haben wir links hier das moderne Gebäude, rechts ein bisschen altmodisches. Wie wir das fotografieren, wir haben hier erstmal ja, einen Laptop wieder auf Tatering. Und zwar haben wir mehrere Bilder gemacht. Sieht jetzt erstmal nur provisorisch aus. Wir haben das nur ein bisschen ausprobiert. Und zwar immer wieder, sag ich mal, um das Auto rumgegangen und haben dann verschiedene Blitzfotos gemacht. In der Kamera, wie man das jetzt alleine macht, weil ich bin ja allein und dann habe ich einfach den Blitz genommen und rumgegangen. Und zwar, wenn man hier auf Timer und Selbstauslöser geht, kann man das einstellen, dass die Kamera dann ja, in 10 Sekunden auslöst. Und mit Intervall zwischen Aufnahmen von 30 Sekunden macht das uns 9 Bilder. Mit den 9 Bildern kann ich locker um das Auto drumherum gehen. Jetzt werden wir einfach in diesem Stil weiter fotografieren. Mit diesem Blitz, sage ich mal, fotografieren wir. Jetzt kann ich nicht vorzeigen, weil ich das als Licht nutze. Ich nehme das einfach in die Hand, wir ungefähr auf 2 Meter Höhe und werde das Auto komplett von oben beleuchten. Und zwar, wenn man jetzt, sage ich mal, von der Seite beleuchtet von einem Auto, also jetzt schräg in das Auto blitzt, dann wird man nur Lichtreflexe bekommen und das Bild wird auch keine Kanten haben, also keinen Kontrast. Deshalb müssen wir auf jeden Fall das Licht von einer Seite stellen, also nicht von verschiedenen, mal links, von rechts, mal von unten, mal von oben, sondern sich entscheiden, oder man stellt das Licht komplett von linker Seite oder komplett von oben. Ich habe mich jetzt für die obere Seite entschieden. Dann machen wir jetzt weiter die Fotos und wir schauen mal, wie wir jetzt durchkommen. Die GoPro ist fast leer, aber wir wollen noch die zweite Location mal aufnehmen und ich zeige euch mal gleich die Bilder, die wir hier geschafft haben.